KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom KinoCast. Und mit mir in der Sendung ist erstmal nicht der Chris, der kommt später, sondern mit mir in der Sendung ist der Andreas, genauer gesagt Andreas Krönig, der Regisseur von dem Film Raub ihren Atem, den wir in der Sneak Preview sehen durften. Hallo Andreas. Hi, schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du in unsere Sendung gekommen bist und auch in die Sneak Preview und dich auch dort den Fragen gestellt hast. Das ist immer so ein bisschen Risiko, ne? Man weiß ja nicht, wie kommt der Film an. Der ist ja so neu. Vielleicht fasse ich mal ganz kurz zusammen. Du kannst mich gerne korrigieren. Also der Film ist in einem relativ, oder ist jetzt gerade erst ganz frisch so rausgekommen. Ihr tourt damit durch diverse Kinos. Du kannst danach auch nochmal sagen, wo die geneigten HörerInnen den sehen können, noch in Deutschland, wenn sie da Lust drauf bekommen haben. Und der eigentliche Kinostart ist dann kurz vor Nikolaus, glaube ich, 5. Dezember ist gerade gedacht. Ich stehe sogar hier bei mir auf der Seite, brauche ich nur ablesen. Ja. Und ihr habt den Film independent produziert mit deiner Produktionsfirma Hinnywood, also Heilbronnywood. Ich hätte es ja Heilbronx genannt, aber gut. Da ist ein großes Politikum in Heilbronn. Ja, ich weiß. Genau, erzähl doch mal, wie ist der Film entstanden? Ich rede ja nachher mit dem Chris mehr über den Inhalt. Jetzt können wir mal ein bisschen über die ganze Entstehung, wenn wir einen Regisseur da haben. Wie entstand so die Idee? Wie ging es dann voran? Ja, also kurz zu, Heilbronnywood nennt sich das Ganze. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen albern klingt, es war immer ein Kampfschrei, den wir hatten. Denn wir haben sehr lange Filme machen wollen, haben dann auch sehr viele Kurzfilme gemacht, haben vor allem unseren Lebensunterhalt mit Werbung, Kinospots und Werbefilm verdient. Und es gab dann den Tag, wo wir gesagt haben, jetzt möchten wir wirklich unserem Traum folgen, das eigentlich Filme machen. Und das ist dann wirklich auch eine Art von Film machen, die den Genrefilm Hollywoods verbindet mit den Themen, die uns bewegen, und wollen das aber auch hier machen in Deutschland und sogar weiter runtergebrochen in Heilbronn, unserer Heimatstadt, mit der wir sehr verbunden sind. Wir wollen die Welt bereisen, aber auch viel mit unserer Heimat machen. Und so kam der Name. Und so kam es auch, dass wir unseren ersten Spielfilm gemacht haben, komplett no budget, der hieß Faustik. Den haben wir quasi einfach so mit eigenem Geld und Freunden und aus vielen Jahren der Filmproduktion Unterstützern und natürlich nur professionellen Schauspielern vor der Kamera, aber einfach mal gemacht, einfach gerockt, so eine gejammt, und haben eine Feel-Good-Komödie gemacht und hatten das Glück, dass die dann ganz gut ankam. Die kam raus während der Pandemie und wir waren dann da in den Autokinos unterwegs und da lief der einfach ganz gut. Es war eine surreale Erfahrung vor hupenden Autos, aber wir haben dort ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen und er kam dann raus bei dem Filmverleih Neue Vision aus Berlin. Und die haben ihn rausgebracht und dadurch hat sich quasi dann gefestigt, auch wenn es nur ein erster Tapser war in diese Welt, dass wir es grundsätzlich vielleicht können, dass es ankommt, dass es funktioniert. Und so haben wir uns dann den zweiten Film gemacht, was auch ein komplett erlegter Film sein sollte, also einfach ein Film, wie wir ihn machen wollen, weil wir keine Zwänge haben. Er ist unabhängig finanziert. Er ist ohne Filmförderung und ohne Sender entstanden und haben da einfach eine Nummer größer Geld eingesammelt und ein Top-Team wieder zusammengestellt vor und hinter der Kamera und den dann einfach gemacht. Also das ist die sehr simple Entstehungsgeschichte und danach dann zum Glück jetzt wieder einen Verleih gefunden, den Camino Filmverleih, der ihn jetzt am 5. Dezember dann bundesweit in die Kinos bringen wird. Und das ist für einen Independent-Film schon eine coole Sache. Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, also zumindest der, den wir jetzt gesehen haben, wenn das der zweite war. Den ersten Faustdick, den habe ich jetzt noch nicht gesehen, den werde ich aber mal noch nachholen, weil sowas interessiert mich auch immer, so die ersten Schritte von Produktion. Also ich muss sagen, der sah auf jeden Fall besser aus als unser erster, den wir damals gedreht haben, wo wir da selber mit damals noch VHS-Kameras und dann hatten wir uns von der Fleischerei Samstagnachmittag, bevor die zugemacht haben, alle Fleischabfälle geholt und haben da so einen Zombie-Film gedreht in so einer ausgedienten Straßenbahn. Und also da sah der auf jeden Fall, den wir jetzt gesehen haben, schon mal sehr glossy aus und wesentlich besser. Also es kann wirklich von den Bildern her,
diese Neo-Noir-Bildsprache, die da drin war, kann durchaus mit Hollywood-Produktionen mithalten. Und ihr hattet ja, oder hat es ja auch erzählt, ihr habt den auch quasi nachsynchronisiert, damit eben die Stimmen und alles, was gesprochen wird, richtig gut zu hören ist im Kino später mal. Denn ja. Gerade wenn man ja in Räumen aufnimmt, ist ja immer die Frage, wie mikrofoniert man, ja, wie macht man eine Angel oder versteckt man Mikrofone irgendwo, und das macht halt immer Probleme. Und da habt ihr halt einfach gesagt, nee, lassen wir die Schauspieler, die das tatsächlich gespielt haben, dann einfach sich selber nachsynchronisieren und haben dann halt einfach Top-Studio-Qualität in jeder Szene. Und vielleicht mal ganz, ganz kurz auch zu dem Film Steal Her Breath, oder auf Deutsch heißt der Raub ihren Atem. Es ist eine, ich würde es mal zusammenfassen, als eine Gangsterkomödie mit Mundart, und zwar mit schwäbischer und sächsischer Mundart. Und das Ganze so ein bisschen in so einen Neo-Noir-Thriller verpackt und auch sehr sexy, muss man sagen, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Es gab einen Intimitätskoordinator, und dafür gab es auch einen guten Grund, ja. Auf jeden Fall. Also da hat mich gewundert. Wir hatten manchmal schon Filme in der Sneak Preview, wo dann Leute aufgestanden sind bei solchen Szenen. Ich meine, wir sind hier im Schwabenland. Ich bin ja nur ein Neigeschmeckter. Aber da gab es dann doch schwäbische Personen, die dann gesagt haben, so, ein Schweinkram, und sind dann rausgegangen. Also ich kann natürlich nicht Schwäbisch, sorry für alle. Und sind dann rausgegangen. Aber war hier nicht der Fall. Genau, also sind drin geblieben, und es gab auch ernst gemeinten Applaus am Ende der Vorstellung. Und ja, und dann auch die Diskussion. Ich meine, müsstest du mal sagen, was da so an Feedback kam? Ja, Peter, wenn ich kurz darf, noch kurz darauf eingehen, über was wir gerade gestreift sind, dann gleich ganz zum Feedback kommen. Aber man muss schon sagen, also du hast es ja schon definiert, wie du ihn wahrgenommen hast, und das ist schon auch das, wie wir ihn machen wollten. Und zwar wollten wir grundsätzlich sagen, wir lieben das Genre-Kino der 90er. Du hast gerade Neo-Noir gesagt, und genauso die klassischen Brian De Palma-Thriller, erotische Thriller, da gab es ja wirklich in den 90ern eine Welle. Und wir lieben diese Form Genre-Kino, Hollywood-Genre-Kino. Und zugleich möchten wir aber immer die Idee, auch einen Film in unserer Heimat zu machen oder generell das Thema Heimat zu adressieren. Und das aber eben nicht auf eine provinzielle, reaktionäre Art, also Dialekt als reaktionär, Dialekt oder gar politisch, weißt du, was ich meine, Dialekt konservativ, rechts oder sowas. Diese ganzen Themen, die politischen Themen, die sind für uns nicht sehr interessant, sondern wir fanden immer Dialekt als Kindheitsheimatsprache so was Besonderes, und fanden es schade, dass, wenn Dialekt im Film vorkommt, dann immer nur als komödiantisches Element. Also dann hast du einen Tatort oder einen Thriller oder einen Krimi, der irgendwo spielt, Baden-Württemberg oder Sachsen, und dann hast du da einen Sachsen drin oder einen Schwaben, und die sind dann immer eher da einfach nur, um das Comedy-Element und ein bisschen das Lokalkolorit reinzubringen. Und wir fanden es spannend zu sagen, können wir nicht einen Film machen, in dem Dialekt vorkommt, mutig, modern, aber wir nicht nutzen den ganzen Film aber als Comedy-Element, sondern wir mit den Figuren mitfiebern, oder schaffen wir sogar, eine sinnliche Geschichte zu erzählen, also eine Liebesgeschichte, eine sinnliche Geschichte darin mit Dialekt, schaffen wir es, einen Thriller zu erzählen. Und ja, es gibt wahrscheinlich immer ein paar Leute, die den Weg nicht mitgehen. Gab es, glaube ich, auch bei der Vorstellung so ein paar Leute, die einfach da nicht mitgegangen sind, sicherlich. Aber ich würde sagen, ich habe das Gefühl gehabt, ein Großteil ist den mitgegangen, diesen Weg. Und das fand ich sehr, sehr schön und sehr erfüllend, weil es irgendwo dann doch auch eine Liebeserklärung an zwei ungeliebte Dialekte ist, das Schwäbische und das Sächsische. und das hat dann doch, glaube ich, auch etwas funktioniert. Und das war so auch Teil vom Feedback. Also wenn wir haben ja selber noch Feedbackbögen gemacht, da war sozusagen der Dialekt ein großes Pro und ein großes Contra. Ein paar Leute wollen das einfach nicht sehen und nehmen auch den ganzen Film nicht ernst, wenn der Dialekt vorkommt. Selbst wenn jetzt bei uns der Dialektanteil vielleicht nur bei, was sind das am Schluss, 30, 40, 45% des Films, da ist es ja Hochdeutsch. Die meisten Figuren sind Hochdeutsch sprechend. Aber nichtsdestotrotz haben es einige Leute, glaube ich, deswegen gefeiert und einige Leute deshalb auch nicht
gut gefunden. Was okay ist, dafür ist es ja auch da. Ja, es ist ja kein Mainstream-Film. Also ich würde es jetzt nicht als Mainstream-Film bezeichnen. Und wenn ich das so richtig sehe auf unserer Seite kinocast.net, die Abstimmung, da ist auch wirklich fast alles vertreten an Ja, Abstimmung, an ja. Wertung. Die ist ja öffentlich ja, einsehbar. Ist aber auch viel im vorderen Mittelfeld, so 7 Punkte, 8 Punkte, 6 Punkte sind mit dabei. Und wichtig ist natürlich auch die Weiterempfehlungsrate. Da empfehlen auf jeden Fall mehr Leute den Film weiter als die, die nicht weiterempfehlen. Und ja, letzten Endes, ja, ach so, ne, ich wollte noch zum Thema Dialekt was sagen. Ich habe gesehen, der hat auch schon einen IMDb-Eintrag, der Film. Und gibt es auch schon ein englisches Poster, Steal Her Breath. Wie macht ihr das denn dann in der internationalen Synchronisation? Wird er dann im Englischen, wird er dann irgendwie, was weiß ich, einen walisischen Akzent und einen schottischen oder wie wird das dann werden? Na gut, also nein, eben nicht sozusagen. Das ist ja gerade, fanden wir wichtig beim Schreiben. Der Film erzählt die Geschichte einer Diebin und einer Polizistin, die in einer schicksalhaften Nacht aufeinandertreffen. Und das ist, und daraus, und etwas, beide etwas stehlen wollen und sich dann beide einander stellen müssen, und in diesem Katz-und-Maus-Spiel passiert, was nicht passieren darf, sie verlieben sich ineinander. Das ist die Story. Dass dabei Dialekt gesprochen wird, ist für uns so, wie wenn du quasi in Amerika einen Film machst, wo ein Texaner und New Yorker zusammenkommen. In der deutschen Synchro ist einfach alles Hochdeutsch. Und das ist nicht, und das ist, glaube ich, immer so ein deutsches Missverständnis. Wenn Dialekt vorkommt, wird es dadurch nicht zwingend regional. Also Matthew McConaughey, sagst du ja nicht irgendwie, der ist ja cool und der spricht seinen Südstaaten-Akzent. Und so wollten wir es auch haben. Das bedeutet nur, wenn wir quasi in die Untertitelung international gehen, gibt es im Film nur eine einzige Szene im Film, können wir gleich kurz sprechen, in der Dialekt überhaupt adressiert wird. Und ansonsten ist alles nur Ach für die so, Story. ihr vermarktet den dann im internationalen Bereich weiterhin auf Deutsch mit englischen Ja. Untertiteln dann. Also ihr Genau, macht oder dann er wird. keine Ne, ne. englische Version davon, also keine Doch, englischen doch, doch, Dub. das gibt's. Doch auch, Er okay. ist bereits in die USA und Kanada lizenziert. Er ist nach Lateinamerika Okay. lizenziert. Er wird dort eine amerikanische Synchro bekommen oder auf Deutsch mit englischen Untertiteln laufen. Und weil in der Story der Dialekt inhaltlich keine Ja. Rolle spielt, sondern nur was über die Menschen erzählt, ihre Herkunft, ist so quasi einfach, kannst du ihn aus der Gleichung nehmen. Und es gibt nur Ja. einen Moment, nachdem die beiden Frauen zueinander finden, wo sie quasi zueinander durchgedrungen sind und dann in diesen extremen Close-ups danach miteinander im Bett liegen und beide zum ersten Mal ungefiltert sie selbst sind und beide Dialekt sprechen. Das ist für mich so ein magischer Moment, auf den man im Film hinsteuert quasi. Und das ist ein Moment, wo wir in den Untertiteln dann leicht abgewichen sind, weil wir da mussten wir quasi den Dialekt sozusagen rausschreiben aus zwei Dialogen. Aber Okay. sonst hast du im ganzen Film keinen inhaltlichen Bezug zum Dialekt. In Amerika bekommt er bestimmt ein X-Rating, oder? Nein, das darf, du, also tatsächlich so, wenn du schon schaust, wir haben da schon geachtet, also er ist ja so drastisch dann nicht, würde ich sagen. Wir haben das wirklich mit den Frauen gemeinsam erarbeitet und haben das auch quasi, also haben da sehr viel Wert drauf gelegt, dass das nichts Voyeuristisches hat in den Momenten. Und ich hoffe, das funktioniert auch. Und wenn du, was mich am meisten überrascht, wirklich die Mongolei, also er kommt in der Mongolei ins Kino und er bekommt auch dort eine Synchro, auf die bin ich wirklich am gespanntesten überhaupt und finde es sehr surreal, dass eine Schwäbin und eine Sächsin dann in der Mongolei auf der Leinwand zu sehen sein werden. Ja, also diese reine Übersetzung ist, glaube ich, kein Problem, weil wir eben das Thema Dialekt, nur weil Dialekt vorkommt, nicht inhaltlich zum Thema machen. Was ich ja cool finden würde, wenn ihr dann so ein Reel auf eurer Seite dann macht, so ein YouTube-Reel, wo aus den verschiedenen Sprachversionen von dem Film dann einfach mal so zwei, drei Dialoge zu hören sind, wo dann immer dasteht, welches Land ist das jetzt, welches Land ist das jetzt. Das ist vielleicht Ja, dann das ganz nett. ist mega aufregend auch tatsächlich. Ich sage ehrlich, auch unser erster Film kommt gerade erst in Lateinamerika raus. Macht ihr das selber in eurem Synchronstudio Nee, dann oder es nee, gibt ihr nee, ab? nee, nee, Okay. nee. Dann. Das geht, also wir sind tatsächlich in dem Fall, sind wir einfach nur Filmproduzent und geben Lizenzen, aber das wird woanders erledigt. Das könnten wir auch nicht. Wir könnten keine gute, authentische Synchro machen jetzt für die Mongolei. Da hätten wir weder den Sprecherpool da, Das stimmt. noch das Verständnis, dass wir es tun könnten. Das stimmt. Ja, sehr, sehr spannend. Es war auf jeden Fall sehr schön, den Film in der Sneak Preview gehabt zu haben in den Stuttgarter Innenstadtkinos und auch, dass ihr mit dabei wart und den da präsentiert habt.
Ich wäre ja auf jeden Fall mit dem Chris, jetzt weiß ich gar nicht, jetzt haben wir eigentlich so viel schon vom Detail, aber vielleicht mache ich das, schneide ich das mit dem Chris, das Gespräch vorne dran, damit wir erstmal den Film ein bisschen vorstellen, worum geht's und dann unser Gespräch. Ja. Genau. Du kannst jetzt mal noch kurz sagen, was so als nächstes geplant ist, wo können geneigte HörerInnen jetzt diesen Film noch sehen? Du hast von so einer Preview-Tour berichtet, ihr wart, glaube ich, in Münster jetzt, aber das ist ja jetzt schon vorbei. Nein, das ist quasi, also hier, das liegt, das müssen wir, das ist der Faustik. Also wenn ich nochmal kurz anfange, kann ich sagen, Raub Ihren Atem wird jetzt in bundesweit in Sneaks immer wieder zu sehen sein, wo wir, so dass wir auch mal die Publikumsreaktion sehen, dass wir sehen, wie er funktioniert, wie er ankommt und auch das in das Marketing des Films mit einbeziehen können. Richtig zu sehen sein, offiziell, ich buche mir ein Ticket, ist er ab 5. Dezember dann bundesweit in den Kinos erst. Also er wird keine öffentliche Vorführung für haben. Ah, okay. Er wird auf einem Filmfestival vorher zu sehen sein. Welches, das können wir erst in Kürze sagen. Wo kann man denn diese Informationen erfahren? Also wir müssten ja irgendwie vielleicht was in den Shownotes da lassen, wenn das jetzt jemand hört und sagt, oh, das interessiert mich, den würde ich gern sehen. Kann man natürlich random in Sneak Previews gehen und Glück haben oder auch nicht. oder gibt es bei euch eine Seite, ich habe schon mal natürlich gesucht, aber da gibt es nur eine Seite über die Filmproduktion an sich, aber jetzt nicht so, ja, wo sind wir gerade, wo könnt ihr den sehen? Nein, das ist Also wenn jemand Infos, also es gibt die Instagram-Seite von Halb Bonnewood und die offizielle Seite vom Camino Filmverleih. Also dann wäre ich am besten den Camino Filmverleih mit verlinken, die Instagram-Seite und euer Heilbronnywood, da kann man Instagram. Also Die Website ist noch Mist, die Website ist noch nicht so gut, aber die das machen wir auch die nächsten Tage, dass wir unsere Website mal vernünftig auf Vordermann bringen. Aber Instagram-Seite, da sind wir wirklich up-to-date. Da sieht man auch hier vor vier Beiträgen, sieht man schon das Poster hier von Steel Her Breath, sehe ich da, genau. Und da werdet ihr dann die weiteren Infos veröffentlichen, genau. So machen wir das. Und da können sich dann die HörerInnen dann informieren, wo der dann eventuell mal auf einem Festival läuft oder wenn er dann regulär startet, da macht ihr ja vielleicht auch eine Kinotour oder sowas, wo ihr dann mal mit vertreten seid und für Fragen zur Verfügung steht. Ja, super. Vielen Dank, dass es geklappt hat, so kurzfristig, denn ich bin echt ein bisschen eingeschränkt, gerade so zwischen zwei Reisen hier. Schön, dass es geklappt hat, dass wir heute nochmal kurz sprechen konnten. Und wünsche euch natürlich alles Gute für den Film. Drückt ganz fest die Daumen, dass noch mehr Leute so begeistert sind von dem Film wie wir. Also ihr lieben Hörerinnen da draußen, geht in die Sneak Previews. Vielleicht habt ihr Glück, dass ihr diesen Film erwischt oder vielleicht einen anderen. Aber Sneak Preview ist immer geil eigentlich. Aber vielleicht erwischt ihr ja diesen hier. Dann habt ihr natürlich ein ganz besonderes Erlebnis. Ja. Dankeschön. Okay, vielen Dank, dass es geklappt hat, Andreas. Dann ja, super. Bis bald. Tschüss. Ja, bis bald. Tschüss. Na dann, hallo, Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Jetzt haben wir den Chris aufgesammelt und der das Interview mit dem Andreas ist jetzt erstmal vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe ZuhörerInnen. Der Chris hat es noch gar nicht gehört, er weiß gar nicht, was ihn da erwartet. Wie wir da über den Chris gelästert haben, hat er jetzt noch gar nicht gehört. Ja, das ist voll okay. Bin ich nicht anders gewohnt, von dem her passt das. Spaß beiseite. Dem hat es ja sehr gut gefallen hier in der Sneak Preview und wie das alles so gemacht war. Deswegen höre ich mal rein. Und wir haben natürlich jetzt den Film an sich noch zu besprechen. Raub ihren Atem. Nachdem wir jetzt über die Produktion gehört haben von dem Andreas, wie das alles ablief und wie schwierig das war und was er alles für Klimmzüge gemacht haben und ja, wie das jetzt vermarktet wird, werden wir den Film gleich mal zusammenfassen von der letzten Sneak Preview. Und dann haben wir noch eine News für euch und die Charts natürlich. Und im Heimkino haben wir angeschaut The Instigators. Den gibt es jetzt bei Apple TV Plus. Mal sehen, ob der was kann. Und wenn es mit der Zeit nicht ganz so hinten raus, wenn es nicht ganz so lange wird, erzähle ich noch ein bisschen was über die Gamescom, denn ich bin gestern wiedergekommen, Fachbesuchertag, vielleicht komme ich da zu ein, zwei Sätzen dazu. Okay, Raub ihren Atem. Worum ging's? Moment mal, ich habe ja schon den Beitrag halbwegs verfasst, denn es gibt für diesen Film noch keine Zusammenfassung im Internet irgendwo. Da habe ich mir tatsächlich mal selber meinen Gehirnschmalz zusammengenommen. Normalerweise paste ich ja immer so den Pressetext einfach mal so rein.
und schreibt das natürlich auch mit hin. Und diesmal gab es den nicht. Deswegen sage ich jetzt mal, was ich hier so zusammengefasst habe. Also, Raubier in Aden ist eine independent produzierte Neo-Noir-Gangster-Geschichte. Die Geschichte ist, im Parkhotel in Heilbronn steigt ein Krimineller ab, der eine besondere Ware bei sich hat. Die Klarnamenliste von allen V-Leuten der Polizei. In dem Hotel soll ein Deal über die Bühne gehen, bei dem diese Liste an den Meistbietenden verkauft wird. An dieser Liste sind nicht nur die potenziellen Bieter interessiert, sondern auch die Meisterdiebin Laura, gespielt von Luisa Binger, die von ihrem Mentor Dirk in die Kunst des Diebstahls eingeführt wurde. Dirk hat die italienische Mafia am Hals und wird unter Druck gesetzt, diese Liste zu beschaffen, weshalb er seine Tochter aus der Ferne unterstützt. Hinter der Liste ist natürlich auch die Polizei in Person von Maxine und Joachim, genannt Jockel, her, die verhindern wollen, dass diese Liste in die falschen Hände gerät. Beim Zusammentreffen von Ermittlerin Maxine und der Diebin Laura entwickelt sich mehr als nur Sympathie und der ganze Plan gerät aus den Fugen. Als auch noch der sadistische Auftragskiller Laschla, gespielt von Oliver Möller, ins Spiel kommt, der beide aus dem Verkehr ziehen soll, entwickelt sich ein leidenschaftliches Katz-und-Maus-Spiel mit ungewissen Ausgang. Und habe ich gut zusammengefasst, oder? Ganz hervorragend auf jeden Fall. Genau, es war nicht so einfach. Der Film ist in Kapitel eingeteilt, beginnt mit einem Epilog. War das Epilog am Anfang? Weiß gar nicht mehr. Da war ich noch nicht da. Genau, du warst ja noch nicht da. Am Anfang gleich erstmal für manche konservative, christlich geprägte schwäbische Herzen eine harte Bewährungsprobe, denn man sieht eine Frau unter der Dusche und ja, nicht wie üblicherweise in amerikanischen Filmen singt die Person, sondern also man sieht sie erstmal völlig nackt und sie fasst sich dann zwischen die Beine und fängt an zu masturbieren. Und das passiert, während die Schriften eingeblendet werden. Also da wird erstmal schon so die Stimmung für den Film gesetzt, was man da erwarten kann. Und mich hat es gewundert, normalerweise haben wir dann welche, die da so ganz konservativ sind, die dann sagen, so ein Schweinkram und dann rausgehen. Aber es ist in dem Moment noch keiner rausgegangen. Ganz im Gegenteil, einer ist wiedergekommen, nämlich der Chris. Der wow. Und genau, du hast ja dann quasi gesehen, wie sie, also das ist dann die Polizistin, von der wir reden, wie sie dann ins Auto steigt mit ihrem Kollegen zusammen und wo die dann besprechen, was so der Einsatz ist. Und ja, dann ist das alles so ein Kapitel eingeteilt und mittendrin ist dann auch mal so ein Kapitel, wo es heftig auf den Bettlaken zur Sache geht. Das hatten wir vorhin auch schon in dem Interview mit dem Andreas besprochen. Ach nee, habe ich glaube ich im Nachhang gesagt. Wie fandest du dieses verwirrende Katz-und-Maus-Spiel in diesem Film? Ich glaube, emotionstechnisch habe ich einiges in diesem Film mitgemacht. Weil es ja losgeht mit, oder es geht ja wirklich los, dass die Schwäbisch schwätzt. Natürlich. Und da hing ich dann schon dran, so, okay, hä? Kommt jetzt gleich Dodo noch um die Ecke oder was ist hier los? Also Dodo K für alle, die jetzt nicht wissen, wen ich meine. Weil Freund, der ja. Freund unserer Sendung. Der ja dafür bekannt ist, Sachen da zu synchronisieren und sowas zu machen, aber das hätte ich, glaube ich, im Vorfeld irgendwie anders mitbekommen noch. Und dann schwätzen die Schwäbisch, dann kommt das nächste und die schwätzen Sächsisch und ich hing erstmal dran so, okay, das ist tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, also nicht nur ein bisschen, sondern maximal gewöhnungsbedürftig sogar, aber es zieht sich eben durch den ganzen Film und das sind eben auch die Rollen. Kann man nervig finden, kann man aber auch ganz cool finden. Ich war dann irgendwann so zwischendrin, kam aber nie so ganz raus aus dem ich kann es jetzt nicht so ernst nehmen, weil eben dieses Dialektzeug dem Film ganz schön viel an Schwere auch nimmt, muss man ganz ehrlich sagen. Und das finde ich dann eigentlich ganz, ganz hervorragend. Und ja, zum Schwäbischen muss ich sagen, war teilweise gut getroffen, teilweise nicht. Zum Sächsischen musst du eher was sagen, weil du kommst aus der Ecke, aber jetzt nicht aus Sachsen, ich habe ja gelernt. Ja, danke, dass du das korrekt. Ja, also es ist natürlich wie immer bei Dialekten, es gibt ja nicht den Dialekt, also auch innerhalb eines Dialektes gibt es ja verschiedene Färbungen und
Und wir haben ja erfahren, der eine Schauspieler kam, glaube ich, aus Leipzig und die Schauspielerin, die Sächsisch gesprochen hat, aus Dresden. Das ist ja allein schon, da ist ja schon ein Unterschied. Also in Dresden spricht man ja schon deutlich anderes Sächsisch als in Leipzig. Ich bin ja ab und zu mal in Leipzig und früher war ich oft in Dresden, beruflich auch. Von daher, also ja, was halt das Ganze so ein bisschen in Anführungszeichen künstlich gemacht hat, war halt eben, dass die es nachsynchronisiert haben. Das heißt, die haben nicht den Ton abgenommen von der Szene, sondern das halt hinterher nochmal nachsynchronisiert. Deswegen hatte das so ein bisschen diesen Dodokai-Effekt, dass man dachte, okay, da hat jetzt jemand was Schwäbisches oder was Sächsisches drüber gelegt, um das irgendwie lustig zu machen. Ja, aber hatte ja einen ganz praktischen Hintergrund, dass einfach richtig gut klingen sollte. Und weil bei vielen Szenen gab es halt für diese kleine Produktion eben nicht die Möglichkeit, hier mit der Mikrofonierung das so zu machen, dass es richtig gut rüberkommt. Und hat man sich halt für den Weg entschieden. Ja, ich fand auch das hat ja so eine düstere Detektivgeschichten-Atmosphäre, auch mit diesen ganzen Neonlichtern. Ich glaube, es gibt keine einzige Szene, die bei Tag spielt. Ich kann mich zumindest gerade nicht erinnern. Selbst Italien war bei Nacht oder bei Abend, weil das natürlich auch alles irgendwie, das spielt ja auch irgendwie alles, glaube ich. Das spielt alles an einem Abend. An einem Abend, genau. Oder in einer Nacht. Ja. Das heißt, es war alles dunkel, man sieht immer mal so die Neonlichter der Stadt. Außerdem, vielleicht muss man dazu sagen, es war ja an Silvester, ne? Also am 30.12. Stimmt, ja. Der Abend vor Silvester, deswegen. Da ist es ja auch länger dunkel. Stimmt. Für gewöhnlich. Ja, aber dann dieser ganze, ja, diese Inszenierung mit den ganzen Lichtern und ja, das hatte schon sehr viele Vibes von so einer alten Detektivgeschichte, irgendwie wie es früher so gab. Hier so ein Detektiv mit hochgeschlagenem Trenchcoat-Kragen, der da irgendwie so durch die Stadt läuft nachts und irgendwie ermittelt. Und ja, das mochte ich sehr, diese Stimmung. Und es sah auch wirklich gut aus, der Film. Ich fand, ich hatte es auch in dem Interview vorhin schon gesagt, bei den Sachen, die wir so ein bisschen gedreht haben, okay, wir hatten nicht so viel Budget wie die. Die hatten doch ein bisschen was zusammenkratzen können. Es ist eine Independent-Produktion. Aber in der IMDb steht, sie hatten 2,5 Millionen. So viel hatten wir nie für unsere Sachen. Also es waren wirklich No-Budget-Amateurfilme, die wir gemacht haben. Und die sahen halt richtig scheiße aus. Und aber das sieht ja schon richtig top-notch aus, ne? Also die Kameraführung, die Ausleuchtung und alles. Das kann sich schon sehen lassen hier in dem Film. Definitiv, ja. Das war richtig gut gemacht. Das war, ja, ist sich sehr treu geblieben. Szenen mit dem Metzgerjungen, nenne ich ihn mal, die fand ich ein bisschen arg düster, aber auch das hatte ja seine... Mit dem Laschler. Laschler, genau. Mhm. Mit dem Laschler. Der Metzgerjunge, finde ich, klingt viel angenehmer. Das fand ich tatsächlich ein bisschen, ja, arg düster, arg dunkel, wo du schon genau hingucken musstest. Aber auch das, wie gesagt, eine Top-Sache an sich eigentlich. Er hat echt gut in Szene gesetzt. Ja, wir sind ja auch bei, oder ich bin zumindest bei solchen kleineren Independent-Produktionen oder bei irgendwelchen Erstlingswerken, bin ich ja deutlich gnädiger auch. Ich habe es auch so ein bisschen geschrieben gehabt in meiner Zusammenfassung dann. Der Film hat schon so seine Ecken und Kanten und wenn man da drüber wegsehen kann, dann bekommen wir echt einen cool inszenierten deutschen Gangsterfilm, der halt eben nicht durch diese ganzen Filmförderungskriterien gelaufen ist, wo man das nicht sagen darf und das nicht machen darf und das darf man nicht zeigen und so weiter. Und da redet jemand einem rein ins Drehbuch und so weiter. Das hat er halt alles nicht, sondern die Macher haben das gemacht, worauf sie Bock hatten, haben halt sehr viele, also für Filmfans, die können hier viel Brian De Palma zum Beispiel erkennen, teilweise bis hin zu Kameraeinstellungen. Gab es zum Beispiel die eine, kannst du dich erinnern, wo die eine Frau so im Vordergrund war und im Hintergrund ist was passiert. Weißt du, was ich meine? So, wo man das Gesicht so ganz nah gesehen hat. Das hat ja Tarantino auch referenziert bei Pulp Fiction, wo dann Bruce Willis abhaut und man sieht ihn dann im Vordergrund an der Mauer und im Hintergrund sieht man Marcellus Wallace da so raustorkeln und so halb hinfallen und so. Und ja, solche Referenzen sind halt zuhauf drin von ja, sehr bekannten Werken. Fand ich halt echt schön, also ein bisschen das zu entdecken. Allerdings, es gibt einen kleinen Wermutstropfen, liebe HörerInnen, wenn ihr das jetzt, also ihr habt ja wahrscheinlich jetzt schon das Interview gehört, denn der Film startet erst offiziell am 5. Dezember. Da könnt ihr euch ein
quasi ein vorfristiges Nikolausgeschenk machen und da reingehen. Und wenn ihr den vorher sehen möchtet, es gibt nicht irgendwie so eine Kinotour oder sowas, aber er sneakt. Das heißt, geht regelmäßig in Sneak Previews. Vielleicht habt ihr Glück, dass ihr den irgendwo erwischt. Und der wird demnächst auch auf irgendeinem Festival laufen. Das werdet ihr dann aber noch erfahren. Ich werde dann die Instagram-Seite mit verlinken von Heilbronnywood, wie die Produktionsfirma heißt. Und von Camino Film, da erfahrt ihr das dann. Jo, was gehen wir da so an Punkten? Tatsächlich habe ich ewig geschwankt zwischen 6, 6,5 und 7. Hm. Muss allerdings jetzt sagen, ganz ehrlich sagen, ich habe ihm jetzt von mir aus 7 von 10 Punkten gegeben, weil ich einfach finde, dass das der Film das durchaus verdient hat, weil es ist mutig gemacht, es ist schon drauf, es gibt eine episch lange Sexszene. Die habe ich auch ein bisschen kritisiert gehabt. Aber auch nicht, ja, nicht da im erkennt Interview, man der, sondern der, ja. Der Erik ist halt ein alter weißer Mann und nee, es war mir, also es war schon, war schön, also dann gab es aber so ein bisschen, so eine Einstellung, die war, fand ich ein bisschen obszön und die hat ein bisschen so den, hat so einen Bruch gemacht im ganzen Film, fand ich. Ja, und obszön war. Genau, aber so insgesamt fand ich echt einen mutigen Film und deswegen belohne ich das auch nochmal mit quasi diesem Extrapunkt, den ich noch gebe, deswegen von mir 7 von 10 Punkten. Ja, da haben wir ja noch gar nicht, ich gucke gerade hier in unsere Abstimmung auf kinocast.net, könnt ihr ja jederzeit live reinschauen, wenn ihr das möchtet, wie gerade die Abstimmung liegt. Es fanden natürlich auch welche gar nicht gut den Film, die haben mir ganz schlecht bewertet, aber es fanden auch hier welche ziemlich gut, also es sind hier sogar 8 Punkte vergeben worden. 7 Punkte, ich habe da geklickt für 7 und noch 5 andere, ich weiß nicht, ob der Chris schon abgestimmt hat und ansonsten auch 6 Punkte und so, also vorderes Mittelfeld, ja, und auch bei der Weiterempfehlungsrate, genau, empfehlen zumindest mehr weiter als nicht weiterempfehlen, das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen, finde ich. Und wenn euch das interessiert, ich habe ja ein paar Fotos gemacht im Kino, als der Regisseur Andreas Krönig den ZuschauerInnen Rede und Antwort gestanden hat nach dem Film, weil ja manche doch ein paar Fragezeichen noch hatten und ja, und als dann, wir durften nämlich diesmal solche Kärtchen ausfüllen, wie wir den Film gefunden haben und was wir vielleicht besser machen würden, was nicht gefallen hat, was gefallen hat und so weiter. Und als er dann, ja, der Regisseur hat sich dazu erkennen gegeben, als er die Karten nämlich eingesammelt hat und da ein paar Fragen beantwortet hat, dann hat sich auf einmal eine Traume gebildet um ihn. Das fand ich sehr nice, weil er hat am Anfang gesagt, er will eher ein bisschen inkognito bleiben, aber dann hat er wirklich sich lange, lange Zeit genommen und bis man quasi rausgeschmissen wurde aus dem Kino, weil sie es sauber machen wollten und weil sie auch endlich nach Hause wollten, hat er da Fragen beantwortet. Fand ich schön. Und wenn wir einmal in der Gruppe sind. Moment, also, Erik, was gibst du denn? Du hast deine Wertung nicht gesagt. Auch 7 Punkte, ja. Habe ich nicht gesagt. Oh Gott. Nein, hast du nicht gesagt. Ich bin total durch hier, ey, Gamescom, ey. ja, 7 Punkte gebe ich auch. Weil, okay, wie gesagt, ich bin da bei solchen Independent-Produktionen auch durchaus gnädiger. Und ich mochte die Art, wie es erzählt ist. Ich mochte die Referenzen an andere Regisseure und Kinofilme und auch dieses auflockernde Schwäbisch-Sächsisch, das mochte ich sehr. Meine Kritik habe ich ihm schon persönlich überbracht, was ich nicht so gut fand. Das muss ich jetzt hier nicht nochmal. Genau. Und ich habe schon im Nachgang einen kleinen Teaser bekommen, was die noch auf der Pfanne haben, was so als nächstes kommt. Das klingt sehr spannend. Ich kann es vielleicht mal so ganz vage sagen, weil viel mehr darf ich nicht sagen. Es wird was Horrormäßiges, aber es klang echt geil, was sie da vorhaben. Oh Gott, ein ganzer Film auf Sächsisch. Nein, nein. Aber es klang richtig gut und man sollte die Produktionsfirma im Auge behalten. Ich glaube, da kommt noch einiges Cooles und jo. Aber jetzt darf ich, oder? Dürfen wir weitermachen mit dem Tipp der Kinoleitung, Chris. Was ist dein Tipp? Der Tipp für die Sneak 1231 am 26.08., wenn der Erik leider nicht dabei sein wird, ist ein bisschen zu dick aufgetragen. Und nein, es ist nicht Nutella der Film. Nutella der Film? Nein, Nudossi. Nudossi schmeckt besser. Kleiner Tipp. Ich habe da getippt, was ist schon normal? Das ist ein Riesenerfolg gewesen aus Frankreich. Und da geht es darum, dass jemand, ist da auf der Flucht oder so? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist da so eine Gruppe von eingeschränkten, wie nennt man das?
behindert, da sollte man nicht mehr sagen oder so, also die mit geistig und körperliche Einschränkungen haben. Und er rutscht dann irgendwie rein und spielt dann so, als wäre auch, hätte er auch irgendwas. Und die sind gerade irgendwie auf so einer Reise und der Trailer sieht ziemlich abgefahren aus, weil er trägt dann halt auch ziemlich dick auf mit seinem. Deswegen könnte das passen. Die oder der Chrissy, ich weiß jetzt nicht genau, Chrissy steht hier nur, könnte Christian oder Christiane oder ja, weiß nicht, könnte sein. Sie oder er hat getippt The Crow, weil das Make-up ist ja sehr dick aufgetragen, deswegen könnte sein. Da habe ich auch den Trailer verlinkt. Der Cinebasti schließt sich mir an und würde sich wünschen, falls der nicht kommt, was ist schon normal, würde er sich den für nächste Woche gern wünschen. Ich weiß nicht, ob man hier wie so ein DJ sich hier irgendwas wünschen kann. Also. Ja, wir haben da leider, falls ihr es nicht wisst, liebe HörerInnen, wir haben leider überhaupt keinen Einfluss auf die Filme, sonst würden wir eigentlich nur gute Sachen sehen. Ja, aber nein. Wow, das heißt aber, dass wir jetzt schlechte haben, oder wir was? Hatten also schon schlechte, das meine ich damit. Und die hätten wir, glaube ich, dann umschifft, diese Klippen. Der Martin hat noch was getippt, der tippt ja immer sehr fleißig und regelmäßig, schöne Grüße. Die Ironie des Lebens, ja, deutsche Komödie, glaube ich, Dramedy, könnte natürlich auch passen, ja. Mal schauen. Aber ich glaube, es wird nicht wieder ein Regisseur da sein. Okay, dann werfen wir mal einen Blick in die Kinocharts und was so Neues anläuft. Kinocharts und Neustarts. Wir haben heute, weil wir die Innenstadt-Kinos-Charts diesmal nicht bekommen haben, haben wir die deutschen Charts von der letzten Woche. Da ist auf Platz 5 Inside Out 2. Auf Platz 4 Alien Romulus. Ah, können wir empfehlen, haben wir geguckt. Ja. Platz 3, ich einfach unverbesserlich 4. Platz Nummer 2, für mich unverständlich, dass der auf Platz 2 ist, aber sei es drum. Deadpool und Wolverine. Ja, der war ja schon auf 1, der ist jetzt schon wieder. Platz 1, nur noch ein einziges Mal, It Ends With Us, den hatten wir in der Sneak Preview und es war mir schon fast klar, dass das ein Kinoerfolg wird, weil, hatte ich ja gesagt, also wenn das so durchschlägt, das Marketing, dass hier andere Leute davon erfahren, die normalerweise sich da nicht so kümmern, dann. So, was startet Neues im Kino? Was sind so die Top-Neustarts? Hier mal kurz durchscrollen. Ist hier alles 50-50 ist mit Moritz Bleibtreu, Komödie und Laura Tonke. Ich glaube, eine Scheidung. Verschiedene, ne? Eltern, einige Versäumnisse bei der Erziehung ihres gemeinsamen Sohnes einräumen müssen. Das sah ganz interessant aus. Dann Afraid. Wir hatten ja mal diesen Bildschirm-Horrorfilm mit John Cho. Searching hieß der, glaube ich. Hatten wir in der Sneak Preview. Und Afraid. Ich weiß nicht, ob es ein Bildschirmfilm ist. Ist auf jeden Fall auch wieder ein Horrorfilm. Und was haben wir noch? Kuku. Horrorfilm mit Hunter Schäfer und Dan Stevens. Sleeping Dogs hätte ich noch gesagt. Und die Unzertrennlichen, zwei durch dick und dünn mit der Synchronstimme von Kristall, von den Toy Story-Machern. Animationsfilm, da ja gerade Inside Out 2 auf dem Weg nach unten ist in Charts, Despicable Me 4 ja auch schon mehr oder weniger durch ist. Könnte es sein, dass das ganz gut läuft im Kino. Genau, Sleeping Dogs, Manche Lügen sterben nie, Krimi-Thriller mit Russell Crowe, der als ehemaliger Mordkommissar mit Gedächtnisverlust einen brutalen Mord aufklären muss. Oh, ach ja, stimmt, da habe ich den Trailer gesehen, das sah gut aus. Ja, das waren die Top-Neustarts der Woche, die wir hier rausgesucht haben, ganz persönlich gefärbt hier. Wenn wir irgendeinen ausgelassen haben, tja, das ist halt nicht unser Geschmack. Nee, so, dann gibt es eine kleine Kino-News. Da hatte ich nämlich was bekommen gehabt und das habe ich natürlich nicht offen, den Tab, das ist super. In der Reihe Best of Cinema startet ein Film, auf den ich euch unbedingt mal hinweisen möchte, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Und zwar ist das der Robocop-Film von Paul Verhoeven, der ja auch Starship Troopers und sowas gemacht hat und auch Showgirls. und der Total Recall auch mit Arnold Schwarzenegger. Und ich muss ja echt sagen, Robocop ist immer noch mit einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe mir den damals, das war einer der ersten Filme, den ich mir quasi selbst importiert habe, damit ich den ungeschnitten habe, uncut. Habe ich den damals in Malta, wo ich im Last-Minute-Urlaub war, habe ich den gekauft, weil die gehören ja zu England und da gab es den quasi ungeschnitten. In Deutschland gab es den nur geschnitten und
ja, dann, ich weiß nicht, auf VHS und dann habe ich ihn zigmal auch auf VHS gekauft, dann irgendwie DVD und dann gab es die in verschiedenen Versionen und Blu-ray und hast du nicht gesehen. Und jetzt kommt der ins Kino als Director's Cut, das heißt ungeschnitten in 4K restauriert, könnt ihr den jetzt im Kino sehen, ab Anfang September, nämlich ab 3. September, da bin ich noch im Urlaub, das heißt, den werde ich leider nicht sehen, aber den werde ich mir dann auf jeden Fall bestellen auf Blu-ray. Also ein absolutes Must-See. Also wer den nicht kennt, geht da wirklich mal rein. Es ist ein ganz, ganz toller Film, dessen Effekte auch immer noch gut funktionieren, ist auch sehr brutal und hat mit dem komischen Remake, was es da gab, so ziemlich wenig zu tun. Das Remake war echt scheiße, da fand ich das Neue. Habe ich mir so viel erhofft. Dann guck lieber den alten Film nochmal an. Best of Cinema, 3. September. Angucken, Kino gehen, Spaß haben. So, The Instigators im Heimkino. Chris, worum geht's denn da? Außer, dass da Eishockey drin ist, was ich wusste, dass dir gefällt. Ja, ist ja super. wir lernen Rory kennen. Der wird porträtiert von Matt Damon. Und der hat so ein bisschen Geldprobleme, muss irgendwie, ich glaube, Hypothek abzahlen, Sorgerecht für sein Kind und irgendwelche Eishockey-Ausrüstung tatsächlich auch noch. Und das geht alles so ein bisschen nach hinten raus bei ihm. Und er hat eine Therapeutin, Dr. Donna Rivera, gespielt von Hong Chau. Und die weiß auch nicht unbedingt weiter, weil Rory irgendwie auch mehr oder weniger beschließt, er möchte sich das Leben nehmen. Oder deutet das so an, sagen wir es so. Und dann hat er die glorreiche Idee, sich mit so einem Kriminellen einzulassen. Und zwar mit Mr. Bezegai. Michael Stuhlbarg spielt den. Und der stellt ein Team zusammen, das besteht aus Cobby, gespielt von Casey Affleck, der auch das Drehbuch mitgeschrieben hat, und einem, ja, noch einem weiteren Kerl, nämlich Scalvo, der wird von Jack Harlow gespielt. Und die haben dann den Auftrag, die Feier, die Siegesfeier des Bürgermeisters zu überfallen und dort den Safe auszuräumen. Bürgermeister. Der Bestechungsgelder empfängt. Ja, genau, genau. Und der korrupte Bürgermeister Michelli. Ron Perlman. Ron Perlman ist da zu sehen. Also, wo du schnell denkst, so von den Leuten her einfach, ja, cool gemacht. Und vielleicht noch zu erwähnen, Alfred Molina muss man auch noch erwähnen, der spielt den Richie DeChico, der den Bäcker spielt, quasi der mit Mr. Bezegai zusammenarbeitet. Und Toby Jones, den kennt man wahrscheinlich auch noch, der spielt den Anwalt von Major Michelli. Und ja, es geht bei diesem Überfall so ziemlich relativ viel in die Binsen. Es geht so ein bisschen alles daneben, was daneben gehen kann. Das fängt an mit, dass man plötzlich in der Küche steht und weil man den Plan nicht richtig gelesen hat oder Sachen falsch sind, dann ist nicht wirklich Geld da. Dann steht man plötzlich bei der Besprechung vom Bürgermeister mittendrin. Und der ja nicht anerkennen will, dass er verloren hat. Und ja, da genau, das kennen wir auch schon irgendwo her. Parallelen sind rein zufällig. Komplett. Und dann geht's eben los, dann rauben sie die aus und dabei nehmen sie etwas mit, was sie vielleicht nicht hätten nehmen sollen. Und so kommt es eben, dass Rory und Cobby auf der Flucht sind und das ist auch eher komplett crazy. Also wie man sich da von, die kommen von einer schrägen Situation mehr oder weniger in die nächste. Und dabei ist der Film nicht so auf todwitzig ausgelegt, sondern er ist relativ, ja, ich will es nicht sagen ernst, aber er ist sehr trocken. Er ist richtig, richtig trocken. Er hat teilweise ein komplett trockener Humor drin und einfach Szenen, wo du sagst, hey, krass, okay, gut geschnitten, gut gemacht, interessante Lösung für das Problem oder interessant, wie man das umschifft hat. Und also einfach ganz cool gemachter Film, der ebenso auch so eine ja, Action-Komödie, bisschen Thriller, bisschen Krimi auch mit drin hat, der mir echt Spaß gemacht hat zu gucken, weil er ist sehr kurzweilig, also er geht 101 Minuten, aber er ist super kurzweilig, hat wirklich Charme, weil die Chemie zwischen Casey Affleck und Matt Damon komplett passt für mich.
Das ist echt, echt abartig, wie das teilweise funktioniert mit den beiden und die halt so schräge Charaktere, in Anführungszeichen schräge Charaktere sind und halt nicht dieses, ja okay, die sind komplett abgedreht, sondern die sind einfach beide irgendwie komplett fertig und das wird dann noch abgerundet mit ihrer Therapeutin dann und alles und der Sondereinsatzkommando der Polizei, das dann noch kommt und was weiß ich noch. Mir hat es echt Spaß gemacht zu gucken. Also ich will jetzt nicht zu viel verraten, wo das alles hinführt und wie und was. Ich sag nur, es ist eine ziemlich verzwickte Geschichte, die sich da in Boston abspielt. Und ja, vielleicht sind sie auch nicht so wirklich die Gangster, wo sie denken, dass sie sind. Ja, das Ganze ist ja quasi von Ben Affleck mitproduziert. Ist ja Casey Afflecks Bruder und Ben Affleck und Matt Damon haben ja auch schon zusammen Filme gemacht und da auch Top-Kritiken bekommen und alles, ne? Und das Ganze fühlt sich so an, auch wie so ein Buddy-Movie, als hätten Leute, die miteinander gut abhängen können, zusammen einen coolen Film machen wollen. Und so fühlt sich das auch die ganze Zeit an. Also der sieht gut aus, der Film. Der könnte eigentlich locker im Kino große Leinwand laufen. Schade ein bisschen, dass der einfach so auf Apple kommt, ohne dass er mal im Kino lief. Ich hätte mir den auch sehr gerne in der Sneak vorstellen können. Der hätte super funktioniert. Durchaus, ich glaube auch. Also man muss auch wirklich sagen, also nicht nur, er sieht zu gut aus, sondern er ist ja wirklich bis ins kleinste Detail perfekt besetzt. Ja, alles also wunderbar. Super. Ne? Schnitt und Überleitungen habe ich mir noch notiert, fand ich auch großartig. Also deswegen, wie du sagst, der hätte, glaube ich, im Kino funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt gibt es den halt bei Apple TV und da ist er jetzt schon seit Wochen in der Rubrik Filme unangefochten auf Platz 1. Ne? Das ist schon heftig, ja. Michael Stuhlbarg, den mochte ich sehr in dem Film Dopesick. Da hat er ja den Richard Sackler gespielt, den Chef von diesem Pharmaunternehmen. Der fand ich so super da. Und da bei Doctor Strange hat er auch mitgespielt. In The Multiverse of Madness hat er den Dr. Nick West gespielt. Und der Regisseur Doug Liman, der hat ja ganz früher schon mit Damon hier diesen, wie ist der, wo der das Gedächtnis verloren hatte, The Bourne Identität, genau. Und der hat auch einen Film gemacht, den ich sehr cool finde, den kaum jemand kennt, der heißt Go. Einfach nur Go, von 1999. Das ist eine verzwickte Geschichte mit so ein paar Jugendlichen, die auch so verschiedene in so verschiedenen Kapiteln spielt, die dann alle so ein bisschen zusammengeführt werden. Fand ich echt super. Ja, also insgesamt, also wirklich alle Beteiligten vor, hinter der Kamera sind hier top-notch, also Wahnsinn. Mich wundert es echt, dass der hier einfach so auf Apple TV landet und nicht irgendwie ins Kino gekommen ist, weil das hätte der hätte locker da ein paar Millionen einspielen können. Ich weiß nicht, warum die das nicht ins Kino gebracht haben. Tja, gute Frage. Ja. Mir soll es recht sein, das wollte man gemütlich zu Hause gucken. Auf jeden Fall. Genau, ich bin ganz froh, dass er dir gefallen hat, weil meine letzten Tipps, die haben bei dir nicht so gut funktioniert, aber der scheint mal geklappt zu haben. Ja, das blinde Huhn hat mal einen Korn gefunden hier. Ja. Ich gebe 7 Punkte. Ich bin echt cool. Leicht drüber. Oh. 7,5. Ah ja, da steht's ja. Genau. Wunderbar. Und wie liegen wir zeitlich? Sag du. Ich würde dir noch 2 Minuten Gamescom geben. Oh. 2 Minuten. Also erstmal soll ich dir schöne Grüße sagen vom Terrail 76. Oh, danke schön. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich hier gleich mal öffentlich. Und natürlich auch von den anderen, die du da so kennst. Ja, also Gamescom dieses Jahr fand ich, nachdem es letztes Jahr ein bisschen mehr war, weil ja kaum jemand irgendwas Nennenswertes rausgehauen hat. Das war Corona gerade vorbei, keiner wusste so recht, kommen überhaupt Leute. War es diesmal wieder richtig gut. Es war dermaßen gut. Tolle Titel am Start. Man bekam wieder wirklich viel zu sehen. Beim letzten Mal gab es ja eher so irgendwelche Trailer zu sehen. Die kann ich mir auch auf YouTube angucken. Diesmal, ich war drin bei Civilization 7 und da wirklich, Leute, wenn ihr auf Civilization steht, ey, das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Ich war drinne bei so einer speziellen Vorführung, wo der Chefentwickler mit dabei war und der hat alles erklärt, also richtig Gameplay, die Neuerungen erklärt. Das kommt im Februar, man kann es jetzt vorbestellen auf Steam und wenn man das vorbestellt, dann kann man schon ein bisschen eher spielen, wie es halt immer so ist. Und ansonsten, ich habe jetzt das Datum nicht ganz im Kopf, ich glaube 11. Februar kommt das dann. Also wenn es dann hier in Europa Winter wird und man kuschelt sich zu Hause ein, kann man schön Civilization spielen. Geile Neuerungen drin.
dir will ich die mal so erzählen. Jetzt muss ich nicht hier on air machen, da das würde ein bisschen zu weit führen, aber ja, das war geil. Dann hatte ich mit Fallout 76 mit dem einen Entwickler gesprochen, was jetzt die Neuerungen sind von Milestone Zero, was im September kommt. Das war auch sehr spannend, wie das funktioniert dann, weil du kannst ja dann die legendären Gegenstände, wenn du da zum Beispiel 3 Sterne legendär hast, du kannst das wie ein Bauplan lernen, diese einzelnen Effekte, und kannst die dann auch gezielt anwenden, dass du dir legendäre Gegenstände baust, wie du so gern haben möchtest, wie die am besten zu deinem Bild passen und so. Das ist eine von den Neuerungen. Dann wird es noch eine Verkaufsliste geben von deinem Verkaufsstand, wo du irgendwie einsehen kannst, was waren so die letzten Verkäufe und so. Ja, ansonsten, ich weiß gar nicht, also ich bin immer noch sehr overwhelmed. Es gab sehr viel zu sehen. Wie hieß es damals bei Nummer 5 lebt? Zu viel Input. wahnsinnig gut gewesen. Ich kann es nur empfehlen, Gamescom hinzugehen, wer sich ein bisschen für Games interessiert. War wieder eine tolle Veranstaltung. Und ja, alles weiter erzähle ich dir mal so, sonst wird es jetzt zeitlich zu ausufernd. So machen wir das. Jo. Dann, ja, gehabe dich wohl, bleib gesund und bleibt gesund, sagen wir so, ihr beiden. Gibt kein Musiktipp heute? Nö. Okay. Da war ja kein Soundtrack bei Raub ihren Atem. Das habe ich den Andreas auch gefragt. Oder fällt dir spontan irgendwas ein? Was da rein? Take my breath away. Dann mach das mal aus Deadpool, oder? Ja, zum Beispiel. Von Berlin, glaube ich. Ist die Gruppe. Ja, genau. Dann gehabt euch alle wohl, bleibt gesund. Ich bin jetzt erstmal im Urlaub, was euch nicht dazu verleiten soll, hier die Wohnung auszuräumen, denn meine Tochter bleibt mit Hund hier und die bekommt auch Besuch von ihrem Freund. Also die Wohnung ist besetzt mit Leuten, die sich zu wehren wissen. Genau. Ansonsten, ja, wer mir folgt, Instagram mit Kinocast oder so, wird dann sehen, wo ich gelandet bin, und mal gucken, wie es mir da gefällt. Ich bin da zum ersten Mal in diesem Land. Ich bin sehr gespannt. Ich war da noch nie. Bin sehr gespannt. Ansonsten hören wir uns dann, ja, Anfang September werde ich dann zum ersten Mal wieder in die Sneak gehen. Am 9. September, wenn ich mich recht erinnere. Ja, 9. September gehe ich zum ersten Mal wieder in die Sneak und da werden wir dann irgendwie am 15., denke ich mal, aufnehmen. Also da geht es dann weiter mit der nächsten Sendung. Ja, lasst am besten Kommentare da zu dem Film Raub ihren Atem und zu dem Interview mit dem Andreas. Da würde der sich auf jeden Fall freuen. Und das hilft uns auch, dass wir wieder solche Regisseure auch mal hier in die Sendung bekommen zu solchen interessanten Interviews. Deswegen schreibt euch die Finger wund an Kommentaren zu dem Interview oder ob ihr den Film sehen möchtet oder ob ihr das cool findet, wie die das produziert haben oder was auch immer. Oder wenn ihr Fragen habt, wenn ihr vielleicht selber gerne einen Film mitdreht oder irgendwas wissen wollt, schreibt es als Kommentar hier auf kinocast.net unter dem Beitrag. Das wäre echt cool. Ja, Chris, dann vielen Dank fürs Mitmachen. Dann jo, sehr gerne. Bis bald, sag ich da mal. Ja, schönen Urlaub, Erik. Ich wünsche dir gute Sneaks. Bis dahin. Danke. Tschüss. Ciao. Bis bald im Kinocast.